Energieeffizienzen gestalten mit Stehrmaschinen. Nach dem aktuellen Klimaschutzprogramm der Europäischen Union sollen die EU-internen Treibhausgasemissionen bis 2030 um mindestens 55% gegenüber 1990 sinken. Auch die Menge an CO2, die durch die Bauindustrie verursacht wird, muss somit in den kommenden Jahren drastisch reduziert werden. Die Frage nach effizienten und klimaneutralen Baumaschinen rückt immer stärker in den Fokus. Stehrplattenverdichter angebaut an Radladern erfüllen schon heute die Vorgaben des ab 2024 geltenden Energieeffizienzgesetzes. Energieeffizienz ist das Verhältnis des Einsatzes einer bestimmten Energiemenge zu ihrem Nutzen. Je weniger Energie eingesetzt wird, umso energieeffizienter ist der Arbeitsablauf. Kein anderes Verdichtungsgerät auf dem Markt erfüllt schon heute die Vorgaben für 2030. Auf einer Baustelle in Hessen konnte das wieder einmal eindrucksvoll unter Beweis gestellt werden. An einem Liebherr-Radlader 908 mit Hochleistungshydraulik wurden mit dem angebauten Stehrplattenverdichter 160-2 bereits nach einem Übergang bei einer Schütthöhe von 50 cm Material 0 bis 45 die geforderten Verdichtungswerte sogar schon überschritten. Erste Messung. Zweite Messung. Dritte Messung. Messung beendet. Gewicht ablegen. 63 Meganewton. Energieeffizienz zu leben ist ganz einfach, wenn man das Bestehende kritisch hinterfragt und neue Ideen konsequent umsetzt. So Jürgen Stehr.